Deutschland geht in einen noch härteren Lockdown. Über Ostern sollen über ein paar Tage sogar das Land komplett heruntergefahren werden. Ein Ziel dabei immer, die Lage auf den Intensivbetten deutschlandweit im Griff zu behalten. Wir sprechen nun mit Professor Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI. Hallo, Herr Marx. Guten Morgen. Sind Sie denn aus Sicht der Intensivmediziner zufrieden mit dem, was Kanzlerin Merkel und die Länderchefs gestern beschlossen haben? Zum Beispiel, dass Ostern noch mehr Ruhe einkehren soll, was natürlich vielleicht aber auch dazu führt, dass kurz vor Ostern dann die Geschäfte besonders voll sind. Also aus Sicht der DIVI, aus Sicht der Intensivmedizin begrüßen wir die Beschlüsse der gestrigen Nacht. Ich glaube, sie sind richtig und wichtig und die Bundeskanzlerin und die MPK hat auf die dritte Welle reagiert. Wir sind eben ja schon mittendrin und die Intensivzahl mit Covid-19-Patienten gestern war 3.145. Das waren schon wieder 89 mehr als am Vortag und wir starten eben sehr hoch. Wir haben die zweite Welle mit knapp unter 200 Intensivpatienten mit Covid-19 gestartet und waren dann irgendwann bei knapp 6.000. Jetzt starten wir sind wir bei knapp 3.000 gestartet und das sorgt uns wirklich sehr. Die allgemeinen Todeszahlen, die sinken hingegen im Schnitt, im 7-Tages-Schnitt Mitte Januar von knapp 900 auf aktuell knapp 180. Heißt das, es sind deutlich jüngere Patienten, die aber dann länger behandelt werden müssen auf den Intensivstationen? Oder wie ist das zu erklären? Ja, es ist so. Natürlich versterben leider auch einige Patienten auf den Intensivstationen, aber ich glaube, es sind auch besonders viele Menschen tatsächlich in den Alten- und Pflegeheimen leider verstorben. Und hier haben wir, glaube ich, wirklich erste Impferfolge zu verzeichnen, dass eben die über 80-Jährigen mehrheitlich jetzt schon geimpft sind und wir deswegen hier einen Rückgang sehen. Es ist aber so, dass auch in der ersten und zweiten Welle wir sehr viele Patienten über 60, über 50 und auch über 40 behandelt haben. Also sicherlich hatten wir auch über 70 und über 80-Jährige, aber nicht mehrheitlich. Und es ist so, dass wir erste Anzeichen haben, dass tatsächlich jetzt die vorherrschende britische Mutante sich eben besonders schnell auch unter jüngeren Menschen ausbreitet. Und wir müssen sehen, was das jetzt für die Intensivmedizin heißt. Aber auch das macht uns wirklich Sorgen. Gibt es denn noch Forderungen Ihrerseits an die Politik, was getan werden muss? Oder sind Sie jetzt wirklich mit diesem neuen Lockdown und mit diesem Oster-Shutdown in der Form zufrieden? Wie muss es denn danach weitergehen aus Ihrer Sicht? Das Impfen haben Sie ja schon angesprochen. Man sieht also erste Erfolge, aber das ist es aus Ihrer Sicht noch nicht ganz. So verstehe ich das. Ja, also um das vielleicht nochmal zu sagen, die Beschlüsse, finde ich, sind wirklich richtig und wichtig. Und kein Mensch findet es irgendwie, also es ist für uns alle sehr schwer zu ertragen, jetzt ein Jahr nach Pandemie. Das ist wirklich ein Supermarathon für uns alle. Dennoch müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir weiter diszipliniert diese nächsten Wochen durchhalten, um letztendlich Zeit zum Impfen zu gewinnen und möglichst wenig Infektionen zu haben. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir jetzt einen richtigen Fahrplan entwickeln in den Tagen jetzt bis nach Ostern. Wie viele Impfdosen sind zu erwarten? Wie machen wir es mit dem Testen? Dass wir sozusagen hier ein Konzept entwickeln mit den Geimpften und mit den Nicht-Geimpften, mit Testen, dass wir sozusagen hier auch wirklich einen vernünftigen Weg bis in den Sommer und vielleicht bis September gestalten können, der für uns alle dann ein gangbarer Weg ist und wir dann hoffentlich Ende September die Pandemie erfolgreich bewältigt haben gemeinsam. Gibt es denn irgendwie ein Horror-, ein Schreckensszenario, das Sie im Kopf haben, das sich noch ereignen kann? Oder gehen Sie jetzt wirklich davon aus, dass wir auf einem guten Weg sind, wenn dieser weitere vierwöchige Lockdown so verschärft wird, wie es beschlossen wurde und man mit dem Impfen vorankommt? Grundsätzlich bin ich sehr zuversichtlich, dass wir weiter auf einem guten Weg sind. Und ich weiß zum Beispiel, Mitte Mai sind von Johnson & Johnson 10 Millionen Impfdosen angekündigt. Da brauchen wir ja nur die eine Impfung. Das wird sehr schnell sehr effektiv sein. Also ich gehe wirklich davon aus, dass wir große Schritte, große Impferfolge in den nächsten Wochen und Monaten auch in Deutschland sehen werden. Und das wird einen riesen Schwung in die richtige Richtung bedeuten. Ein Horrorszenario. Ja, es droht letztendlich diese brasilianische Mutation. Hier müssen wir, glaube ich, sehr aufpassen und eben auch tatsächlich, das deutet auch nochmal darauf hin, dass es eben sehr wichtig ist, so schwer es uns fällt, tatsächlich von Reisen in den nächsten Wochen und Monaten möglichst abzusehen.
Herr Professor Marx, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ja, die Lage der Intensivstationen steht aktuell immer noch im Fokus bei der Corona-Pandemie und man hofft, so hat es Professor Marx jetzt auch gerade erläutert, dass mit den neueren Maßnahmen nun auch dort die Lage weiterhin im Griff behalten werden kann. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.